Ein reicher Vater hat ein reiches Kind. Ja, das passt schon. Auch wenn die Mutter kein Geld hat. Lillys Job ist so hart. Sie wischt den ganzen Tag lang Böden. Achtung, Leute. Unser Stammkunde ist da. Martin ist stinkreich. Und er sieht auch noch so gut aus. Wie viel schulde ich dir? Nur eine Sekunde. Ups, man merkt, dass der Typ viel Geld hat. Regnet es Geld? Entschuldigung, du hast etwas fallen lassen. Was für eine ehrliche Sache. Sie ist perfekt. Makellos. Hey, willst du bezahlen? Keine Zeit. Ich muss jetzt sofort heiraten. Turteltauben, ihr habt eure Einkäufe vergessen. Ja, das nehmen wir mit. Lilly und Martin sind wie füreinander geschaffen. Und es ist Zeit, die Eltern kennenzulernen. Schatz, warte einen Moment. Ich bin gleich da. Und während Martin mit seinen Schnürsenkeln beschäftigt ist, hat Lilly gleich eine seltsame Begegnung. Du bist so arm, junge Dame. Keine Sorge, wir werden dir helfen. Dank uns nicht. Martin, warum tun Sie mir das an? Mach dir keine Gedanken darüber. Hier sind Martins Eltern. Dieter? Aus dem teuren Auto. Martin ist wie immer zu spät. Ich frage mich, wer die neue Freundin ist. Da ist unser Sohn. Kellner, nimm bitte das leere Glas. Für Emily ist jeder ein Diener. Und hier ist das Trinkgeld. Mama, das ist keine Kellnerin, das ist meine Freundin. Und wir meinen es ernst. Setzt euch. Sieh an, sieh an, sieh an. Wie konnte Martin nur so ein armes Mädchen wählen? Und Lilly hat wichtige Neuigkeiten. Martin und ich werden ein Baby bekommen. Schaut, zwei Linien. Herzlichen Glückwunsch, Kinder. Sohn, lass dich umarmen. Mama, bist du glücklich? Du wirst bald Großmutter. Nein, Emily ist noch nicht bereit dafür. Aber Martin wird seine Meinung nicht ändern. Sie wird es akzeptieren müssen. Und mehr als das. Emily wird Lilly helfen, sich zu ändern. Leg das weg, Schatz. Gold ist kein Spielzeug. Los geht's. Du sollst dir ein paar anständige Klamotten besorgen. Lass uns hiermit anfangen. Diese Kleider sind so teuer. Aber sind sie nicht hübsch? Was denkst du? Es ist wunderschön. Das nächste Kleid ist gleich dran. Lilly, du bist bezaubernd. Ich will dieses geschmacklose Ding nicht wählen. Aber ich muss es tun. Es ist ein Meisterwerk. Es ist so modisch. Zweifle nicht einmal daran. Je schlechter Lilly aussieht, desto besser. Mädels, wir kommen zu spät. Was ist das alles? Lilly hat so einen schlechten Geschmack. Das ist inakzeptabel. Probier das hier an. Adam hat Emilys heimtückischen Plan ruiniert. Warum ist er überhaupt hier? Hier ist es. Wir haben das perfekte Kleid gefunden. Daddy würde nichts anderes wählen. Geht zur Kasse, Mädels. Das sollte genug sein. Das Familienessen ist eine Tradition. Aber wie kann eine Person so viele Besteckteile benutzen? Juhu! Jetzt wird Martin merken, dass Lilly völlig falsch für ihn ist. Jane, du weißt, was zu tun ist. Lilly wird heute eine echte Gabel- und Löffel-Herausforderung haben. Martin, was soll ich tun? Ihr Verlobter wird dir immer bei Schwierigkeiten helfen. Nimm die zweite. Links oder rechts? Diesen oder jenen? Lilly hat endlich den richtigen Löffel gefunden. Ich kann es kaum erwarten, dieses Dessert zu probieren. Ja, probiere es. Du wirst eine Überraschung erleben. Sollte dieser Kuchen so scharf sein? Ich brauche jetzt wirklich Wasser. So ist es besser. Aber da ist ein kleiner Fehler passiert. Dieses Wasser ist zum Händewaschen gedacht. So unhöflich. Lilly, leg das weg. Reiche Leute haben seltsame Regeln. Emily und Lilly werden im Schönheitssalon bestimmt Freundinnen werden. Schönheit bringt Menschen zusammen. Eine Schokoladenmaske? So exotisch. Ich möchte sie essen. Kann ich auch etwas von der Maske haben? Kein Problem. Super günstige Gurkenpatches. Entspann dich und genieße. Aber wenn du wirklich hungrig bist, hast du keine Zeit zum Ausruhen. Kann ich noch eine Gurkenmaske haben?
alles für unseren Kunden. Lass doch gleich den ganzen Teller hier, ja? Bist du sicher, dass dies ein Schönheitssalon ist? Sieht eher aus wie ein Restaurant. Diese Schokolade ist so verlockend. Emily wird doch nicht sauer sein, oder? Schwangere Frauen haben alle möglichen Gelüste. Gurken und Schokolade sind so gut. Was machst du da, Lilly? Du isst meine Schönheit. Weißt du, Emily, ich war so hungrig. Dieses Mädchen hat keine Manieren. Das Baby ist auf dem Weg. Das heißt, wir müssen das Kinderzimmer fertig vorbereiten. Wo sollen wir das hinstellen, Schatz? Das Zimmer sieht perfekt aus. Dem Baby wird es hier sicher gefallen. Aber Papa hat seine eigene Einrichtungsstrategie. Junge Leute, Sie haben keine Ahnung von Kinderzimmern. Dieses Zimmer muss ausgefallener sein. Mehr Gold. Es muss teuer aussehen. So ist es besser. Und ein besonderes Geschenk von Opa. Mein goldener Enkel sollte eine goldene Flasche haben. Adam, was hast du mit dem Zimmer gemacht? Gefällt es dir, Lilly? Es ist alles für das Baby. Und wir machen aus diesem Diamanten einen Schnuller. Gut, dass Emily hier ist. Sie ist die Einzige, die Adam aufhalten kann. Schatz, du solltest weitergehen. Die ganze Sache ist eine Katastrophe. Zurück an die Arbeit, Lilly. Lass uns das Gold hier rausnehmen. Es ist blendend. Machen wir es wieder so, wie es war. Und fügen wir ein paar nette Details hinzu. Du bleibst hier sitzen, Teddybär. Oh, was würden sie nur ohne mich machen? Die Familie ist noch nie zusammen fotografiert worden. Das wollen wir ändern. Starte das reiche Fotoshooting. Das ist so ernst. Es ist, als ob sie einen Film drehen würden. Nehmt das Lächeln aus euren Gesichtern. Reiche Leute lächeln nicht. Und die Bilder brauchen etwas mehr Glamour. Lasst uns ein bisschen Glitzer hinzufügen. So ist es besser. Hört auf mit der Vermüllung. Alte Gewohnheiten sterben schwer. Wir müssen sofort aufräumen. Jemand soll Wasser bringen. Mami wird vom Putzen ganz schlecht. Lilly, nimm den Mob sofort weg. Dieses Fotoshooting wurde zu einem Albtraum. Lilly und Martin müssen an einem Elternkurs teilnehmen, denn sie werden bald Eltern. Also gut, das mit der Flasche haben wir geklärt. Aber was ist mit den Windeln? Das kapiere ich nicht. Schatz, was steht in den Büchern? Aber warum brauchen sie diese Kurse? Wenn Emily doch genau hier ist. Sie wird euch zeigen, wie man mit einer Windel umgeht. Nur zu, Michael. Wow, das ist eine Kunstform. Ist schon okay. Lilly kann das auch. Konzentriere dich einfach und gerate nicht in Panik. Nimm einfach eine größere Größe. Was denkst du? Mögt ihr es? Ich glaube, die jungen Leute brauchen meine Hilfe nicht mehr. Gut gemacht, Schatz. Willkommen zur Party des Jahres. Es ist Zeit herauszufinden, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Die reichsten Gäste sind hier. Wir müssen uns benehmen. Schatz, das solltest du nicht tun. Gib mir das Geschenk. Oh, all diese Regeln. Wie gewöhnt man sich daran? Ich glaube, wir sind jetzt alle da. Es ist Zeit anzufangen. Lilly hat diese Überraschung selbst gemacht. Oh nein, jetzt wird die Party ruiniert. Lilly, leg das sofort weg. Ich habe etwas Besseres. Typisch Emily. Kein Karton auf der Party der Reichen. Nur riesige Luftballons. Also gut, sind alle bereit? Lassen wir ihn platzen. Goldenes Konfetti? Was ist das? Es ist offensichtlich, dass das Kind reich sein wird. Aber wir wissen nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Und da kommt Lillys Kiste gerade recht. Mach sie auf. Rosa Konfetti. Juhu, es wird ein Mädchen. Niemand hat Emilys Bemühungen wieder gewürdigt. Die junge Familie wird heute nicht schlafen können. Ist es soweit? Martin, wach auf. Es ist soweit. Oh, ich würde alles für ein paar Stunden Schlaf geben. Haben wir eine Abmachung? Nein, ich glaube nicht. Wach sofort auf, Martin. Wir müssen ins Krankenhaus fahren. Ja, ja, ich habe verstanden. Bleibt alle, wo ihr seid. Seine Eltern nehmen die Sache selbst in die Hand. Oh, warum flippt ihr so aus? Bringt mich einfach ins Krankenhaus. Alles erledigt. Lilly und ihre Tochter sind bereit, alle zu treffen. Die beste Unterstützung ist hier. Sie sind so glücklich. Oh, sie ist so süß.
Emilys Herz ist endlich geschmolzen. Jetzt sind sie eine große, glückliche Familie. Hat dir unsere Geschichte gefallen? Was denkst du, wie Lilly und Martin ihr kleines Mädchen nennen werden? Sag es uns in den Kommentaren. Und stelle sicher, dass du dieses Video likest und auf die Glocke klickst, damit du keine Sketche über verschiedene Lebensstile auf TrumTrumWow verpasst. Bis zum nächsten Mal!